Im Winter ist es häufig gar nicht so einfach, gut mit seinem Stil zu haushalten, weil es muss irgendwie warm sein und praktisch, aber auf der anderen Seite will man auch nicht aussehen wie ein riesiger Marshmallow. Und ich habe dir genau deswegen, damit du stilsicher durch den Winter kommst, hier 10 Modesünden, Modefallen aufgelistet, die sehr häufig passieren und die teilweise mir auch schon passiert sind. Und will dir heute mit euch durchgehen, damit du perfekt gerüstet bist für den Winter und vielleicht an der einen oder anderen Stellschraube deines Styles noch ein bisschen drehen kannst. Starten wir erstmal rein, bevor ich euch erkläre, was dieses Videosetting hier zu bedeuten hat. Punkt Nummer 1. Mäntel sind ja gerade total angesagt und sehr, sehr häufig vergessen die Leute hinten den Gehschlitz aufzuschneiden. Oder eben manchmal sind auch Taschen von Jacken noch zugenäht. Das soll nicht immer so. Also wenn tatsächlich dahinter eine Tasche ist, in die man was reintun kann, dann darf man das natürlich auftrennen. Aber tatsächlich bei Jacken und Mänteln fällt mir das besonders häufig auf. Also schaut doch mal eure Jacken durch, ob ihr das vielleicht auch vergessen habt. Modefalle Nummer 2, die Sommerteile komplett aus dem Schrank verbannen. Ich kenne viele und auch viele unter euch haben mir das schon erzählt, dass sie ja Sommer- und Winterkleidung 1:1 halt einfach tauschen und dann zum Beispiel unterm Bett verstauen oder irgendwo, wo sie eigentlich dann im Winter nicht rankommen und die Sommerteile verbannen. Das macht natürlich Sinn bei Sachen, wo dir auch vielleicht einfach der Vibe nicht gefällt oder so Sachen wie vielleicht Bikinis oder so, die du wirklich nicht trägst im Winter. Das macht Sinn. Aber es gibt andere Teile, die total gute Layering-Teile sind. Da gehe ich nicht nur von Tops aus, die man schön unter Pullover und so drunter ziehen kann, wie als Unterhemd. Unterhemd macht man ja nicht mehr, man zieht Tops an. Aber es ist ja dasselbe Prinzip, ja? Also wir haben ja die Moden nicht neu erfunden. Aber es gibt eben auch Dinge, die ihr noch nie vielleicht zusammen kombiniert habt. Ihr habt noch nie ein T-Shirt vielleicht über euren Rollkragenpullover, dünnen Rollkragenpullover drüber gezogen und so weiter. Und ich habe das in mehreren Videos bereits aufgegriffen, unter anderem beim Thema Layering. Das Video verlinke ich euch nochmal unten. Aber ich habe zum Beispiel auch schon mal vor einer ganzen Weile ein Video zu Langarm-Shirts gemacht und wie ihr die kombinieren könnt. Und wie gesagt, da gibt es viele, viele Dinge, die ihr eben im Winter nochmal ja, auftragen könnt, wo ihr sagen könnt, Mensch, ich probiere es mal, den Pullover über meinen Rock drüber zu ziehen. Wir werden auch nochmal über Strickstyles sprechen und da zeige ich euch das nochmal, wie ich das mit dem Pullover-Rock-Thema, Pullover-Kleid-Thema meine. Fangt mal an, drüber nachzudenken, euren eigenen Kleiderschrank zu shoppen und zu überlegen, okay, könnte ich nicht Dinge, die ich vorher noch nie miteinander zusammen angezogen habe, vielleicht doch auch wintertauglich machen. Und ich finde diese Styles einfach so schön. Ihr gebt den Kleidungsstücken einfach auch mehr Spielraum. Ihr nutzt die besser aus. Das ist auch für die Nachhaltigkeit natürlich eine schöne Sache. Und gleichzeitig, je mehr gute Basics ihr habt, desto leichter wird euch das auch fallen, solche Kombinationen möglich zu machen. Punkt Nummer 3, eine Modefalle, in die ich auch gerne tappe, und zwar Funktionsjacken. Ich habe auch einfach ganz klassische, die klassische Jack Wolfskin Jacke oder Faude oder Patagonia oder wie die ganzen Outdoor-Marken eben heißen. Völlig egal und natürlich sind die Sachen total schön, wenn es eben draußen eh regnet, willst du nicht nass werden. Die Sachen sind trotzdem warm. Du kannst dich aber da drin auch mal bewegen, einen Spaziergang machen oder eine Wanderung und dir wird nicht zu warm, weil die atmungsaktiv sind. Ja, das ist alles wundervoll, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich in meinem Trenchcoat, in meinen Wintermänteln fühle ich mich deutlich schöner, deutlich gestylter, einfach so ein bisschen auch fröhlicher als in diesen Funktionsjacken. Tatsächlich, also mein Wollmantel ist sehr warm, den kann ich jetzt noch nicht tragen, den kann ich wirklich erst so tragen, wenn es dann draußen nur noch so 0 Grad sind, weil der ist wirklich warm. Also glaubt nicht, dass diese Mode, Mäntel und Jacken, dass die nicht warm wären. Und ich habe ja ein ganzes Video zu Winterjacken neulich gemacht, auf euren Wunsch. Auch das verlinke ich euch nochmal. Schaut da nochmal rein. Jetzt mal ein kurzer Abstecher zu diesem Setting hier. Also zum einen hatte ich natürlich gehofft, dass Hannibal, den ihr ja inzwischen so lieb gewonnen habt, der ab und zu mal in meinem Video, mein Video crasht, dass er sich heute hier einfindet, aber er hatte keine Lust, vielleicht kommt er dann noch. Für alle, die das nicht wissen, das ist mein Kater. Und gleichzeitig ist mein normaler Videodrehplatz einfach gerade vollgestellt noch mit restlichen Sachen von der Hochzeit, schon so Weihnachtsvorbereitungen, so Weihnachtsbasteleien und ihr kennt das, alles immer wegzuräumen, alles hinzuräumen und wieder zurück. Da würde ich alleine schon irgendwie eine Stunde dafür brauchen, das jedes Mal herzurichten und wieder abzubauen. Und deswegen habe ich mir gesagt, wir machen eine schnelle, easy Variante vor meinem Kleiderschrank.
Und ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass es diesmal nicht das professionellste Video-Setup ist und vielleicht auch für die nächsten Videos noch nicht sein wird. Machen wir aber weiter mit Modefalle Nummer 4, wo wir nämlich gerade von Jacken gesprochen haben. Wenn in Jacken und Mäntel euer dicker Pulli nicht reinpasst und ihr schon das Problem habt, ihr könnt nicht mehr richtig die Arme nach vorne machen, weil dann alles spannt, oder ihr kriegt eure Ärmel nur noch so mit Gewalt quasi in den Ärmel rein vom Mantel oder von der Jacke. Und dafür macht es total Sinn, sich eine Jacke zu kaufen, die vielleicht eine Nummer größer ist oder die eh so einen Oversized-Schnitt hat. Ich habe das bei meinem Trenchcoat zum Beispiel so. Den kann ich über alles drüber ziehen, weil das einfach passt. Und ich finde, eine so eine Jacke eben gerade für gemütliche Spaziergänge auch oder wenn man einfach mal Bock hat, sowas richtig kuschelig Dickes anzuziehen, das lohnt sich auf jeden Fall. Modefalle Nummer 5 ist schon ein kleines bisschen was für die Fortgeschrittenen unter euch. Und ich weiß, da sitzen viele da draußen, gerade vor den Videoempfangsgeräten. Und zwar keine Struktur. Es gibt viele von diesen überschnittenen Schultern bei den Pullovern, wodurch eben so ein leichter Fledermausärmel hier entsteht, der einen so ein bisschen boxy, bisschen breit aussehen lässt. Und das ist gemütlich auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich umso schwieriger im Outfit-Gestalten wieder einzufangen. Und deswegen will ich euch anregen, so ein bisschen über diese Themen Struktur auch bei Winteroutfits nachzudenken. Das ist natürlich Geschmackssache, auf jeden Fall. Aber man kann so viel machen mit einer coolen Farbe, mit interessanten Strukturen, indem man halt auch einzelne Teile vom Körper halt dann wiederum betont. Also indem man eben nicht weit mit weit kombiniert, sondern eben überlegt, wie kann ich denn meinen Pullover vielleicht croppen? Wie kann ich den da irgendwo reinstecken? Also so tacken und so weiter. Es gibt, also ich habe ein ganzes Video zum Thema Pullover-Stylen gemacht. Das verlinke ich euch auch. Schaut euch das gerne an. Da ist auch mein beliebter Einhorn-Tack dabei für Pullover. Guckt euch das an. Ich mache den tatsächlich sehr, sehr gerne im Winter mit Pullovern. Und ihr könnt natürlich auch diese Variante machen, einfach einen Gürtel euch unter den Pullover zu ziehen und dann quasi das, was überschüssig ist vom Pullover, da so reinzustecken. Klingt jetzt schwieriger, als es ist. Ich hoffe, dass ich ein Video gefunden habe, was ich euch hier einblenden kann, was das euch besser zeigt. Na, oder zum Beispiel, man kann alles weit anziehen, aber dann zum Beispiel eben, wie hier auf dem Bild, Overknee-Strümpfe zu haben, wo nur so 5 cm vom Bein wenigstens rausgucken, dass man merkt, aha, das ist quasi die Figur, die die Person tatsächlich hat und eben nicht dieser dicke Schneemann, der hier ansonsten gerade unterwegs ist. Ne? Dasselbe gilt eben, ne, die Handgelenke rausgucken zu lassen, alles so ein bisschen zu croppen oder eben dann einen schmalen Schuh zu haben. Solche Dinge, dass man einfach nicht weit mit weit mit weit mit weit hat. Jetzt habe ich den Faden so ein bisschen verloren, sind wir bei Punkt Nummer 5. Ich glaube 5. Kein Materialkontrast ist auch eine der häufigsten Modefallen, die ich im Winter sehe. Sagen wir mal, wir nehmen die Baumwolle. Habt ihr einen Baumwollpullover mit einer Jeans, die auch aus Baumwolle ist und zieht dazu eben noch eure Baumwollschal, eure Baumwollmütze und so weiter an. Da ist kein Materialkontrast drin. Und gerade Winteroutfits werden spannend, eben durch diesen Mix aus Strick, der ja matt und schwer und wolkig ist, zu zum Beispiel einer Lederleggings oder zum Beispiel zu einem Lederblazer, einer Lederjacke. Oder wenn ihr sagt, Leder ist nicht so euer Ding. Es gibt ja auch viele schöne, seidig glänzende Satinblusen gerade. Ihr habt ja immer meine dunkelgrüne so sehr gehypt und ich werde immer wieder danach gefragt, woher ich die habe. Und ihr findet aktuell überall genau solche Blusen und die könnt ihr eben aus so einem Pullover rausgucken lassen, um einfach so ein bisschen einen Kontrast zu machen. Ne? Ihr könnt halt mit glänzendem Schmuck könnt ihr was machen. Jetzt kommt wieder die Feiersaison, Weihnachten, Silvester. Da kann man auch mit ein bisschen mehr Glanz im Schmuck natürlich auch arbeiten, mit mehr Bling Bling etc. Kann das wirklich festlich und schön aussehen. Also überlegt euch da, wie könnt ihr Kontraste schaffen, ohne dass es für euch anstrengend wird. Punkt Nummer 6 habe ich vorhin schon gesagt, deswegen halten wir es jetzt kurz, alles dunkel. Ich mag das wirklich nicht, es wird eh draußen schon dunkler und wenn ich dann rausgehe und ich sehe eben, wie alle ihre Winterjacken auspacken und die sind alle dunkelblau, dunkelgrün, schwarz, die allermeisten haben schwarze Jacken an, dann noch die schwarze Boots dazu und so. Das ist, ja, das kann mal ein Look sein, aber eben genau diese Funktionsjacken und so weiter, die alle einfach nur dunkel sind. Leute, wirklich, die Welt oder und auch der Winter wäre so viel schöner, wenn wir alle farbenfroh unterwegs wären. Deswegen
lege ich euch das einfach immer wieder ans Herz. Und wenn du das auch fühlst mit den Farben, dann lass doch gerne mal einen Daumen da oder auch einen Kommentar, ob du das genauso empfindest oder ob du der Typ bist, dass du einfach im Winter gerne diese dunklen Farben hast. Weil ich mache zum Beispiel auch einen Unterschied zwischen, ich habe viele dunkle Winter-Herbstfarben im Schrank, aber eben so dunkelgrün, Bordeaux, Brauntöne, einfach Dinge, die trotzdem so ein bisschen Wärme, Freude, Emotionen mitbringen, als eben schwarz. Ich habe auch schwarze Sachen, macht euch nichts vor. Und jetzt kommen auch viele Dinge eben gerade in diesem Bordeaux-Auberginentönen, also freut euch auf jeden Fall darauf. Das wird richtig, richtig schön, wenn man Bock hat, da seine Farbpalette zu erweitern. Der nächste Punkt. Hosen in die Stiefel stecken. Ja, also was soll ich dazu noch sagen? Bei einer Skinny Jeans ist das immer nie das Problem. Gerade bei den weiteren Hosen, die gerade modern sind, sieht es einfach immer so ein bisschen komisch aus. Kann auch Geschmackssache sein, absolut. Aber ich finde, es sieht einfach so ein bisschen fragwürdig aus. Und ich würde lieber dann anfangen, die weiten Hosen so ein bisschen zu croppen, dass der Schuh darunter so ein bisschen für sich stehen kann einfach. Oder eben einfach komplett einen anderen Schuh zu wählen, der einfach mit dieser Weite besser klarkommt, ohne dass ich die Hose da reinstecken muss, sondern der gut drunter passt. Also so ein klassischer Enkelboot, mit dem könnt ihr eigentlich nie was falsch machen. Ein guter Klassiker, den man immer im Schuhschrank haben kann. Der vorletzte Punkt ist auch ein sehr wichtiger und beschäftigt sich mit der Pflege von euren Kleidungsstücken. Und ich will ein Beispiel dafür machen, das nämlich auch mit der Stoffqualität zu tun hat. Diesen Pullover hier zum Beispiel, der ist aus Baumwolle, 100%. Und den habe ich jetzt auch schon ein ganz paar Jahre, bestimmt 4-5 Jahre oder so. Und gleichzeitig ist er ein Secondhand-Stück. Also er war vorher auch schon in Gebrauch und der hat gar nichts. Ich musste noch nie irgendwas, so Knötchen, Fusselchen wegmachen, nichts. Diesen Pullover hier habe ich gekauft bei Stradivarius über Zalando. Stradivarius ist an sich eine Marke, die man definitiv kaufen kann. Die haben schöne Teile, aber hier haben sie sich einfach im Stoff vergriffen. Weil ihr seht das schon, diesen Pullover, der hat übelst viele von diesen Knötchen. Es sieht einfach nicht mehr schön aus. Ich trage den eigentlich nur noch zu Hause, weil er halt schön kuschelig ist und eben schön warm. Aber ist eben komplett synthetischer Stoff und der reibt sich einfach so schnell ab, egal wie. Die sehen schön flauschig aus, aber das tun sie eben alle, diese flauschigen Pullover. Das Problem hat man natürlich auch bei Wolle und Co. Alles, was so Härchen rausstehen hat, verfrisselt sich halt irgendwann zu Pilling. Und da macht es Sinn, ab und zu mit einem Fusselrasierer drüber zu gehen, wenn man die Sachen eben noch tragen möchte und nicht so runtergekommene Schals und sowas tragen möchte, macht es Sinn. Ich habe ein ganzes Video zum Thema Fusselrasierer gemacht. Ich nutze denselben immer noch seit Jahren, bin sehr zufrieden und viele andere auch. Auch das Video verlinke ich euch unten. Und das ist so eine schöne Beschäftigung für, wenn ihr auf der Couch sitzt und eh nur einen Film guckt oder eine Serie, könnt ihr das nebenbei machen. Und der letzte Punkt, Punkt Nummer 10, ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt, was auch mein großes Problem ist, Schuhe nicht richtig zu pflegen. Und das empfehle ich euch wirklich sehr, weil die Schuhe, selbst wenn es nur Kunstleder ist, wenn es eure Sneaker sind, die sehen viel besser aus, sie halten auch länger, wenn ihr sie pflegt. Und je eigentlich, wenn man es häufiger machen würde, hätte man auch gar nicht so viel Aufwand, dann immer so eine Tiefenreinigung zu machen mit den Schuhen. Und das wirklich Wichtige, was ich euch mitgeben will, ist das Streusalz draußen im Winter auf den Straßen. Die Nässe von Schnee, von Regen etc., all das greift eure Schuhe an, egal welches Material sie sind. Am schlimmsten fällt es immer aus bei diesen so Wildleder- oder Wildleder-Imitat-Sachen. Da sieht man das leider immer am schnellsten. Aber es gibt eigentlich für jedes Material die passende Pflege. Es gibt immer auch Hausmittel, mit denen man das ganz gut zu Hause lösen kann. Der erste Eindruck, den man von jemandem hat, gibt es Studien darüber, geht viel auch über, wie sehen die Hände, wie sehen die Füße aus. Und selbst wenn ihr quasi günstig Schuhe einkauft, meinetwegen, müssen die eben nicht günstig aussehen, wenn ihr sie
pflegt, können die auch sehr, sehr lange halten. Und dazu möchte ich euch ermuntern. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Modefallen ich noch vergessen habe. Und ansonsten sehen wir uns in 2 Wochen zum nächsten Video. Das ist dann genau 1 Monat vor Weihnachten. Und da gibt es dann meine Tipps für Weihnachtsgeschenke. Für alle die, die noch am Suchen sind, die noch was Schönes brauchen, auch mal was anderes brauchen, kommt 1 Monat vor Weihnachten mein Video zum Thema Weihnachtsgeschenkideen. Also freut euch drauf und schaltet auf jeden Fall in 2 Wochen ein. Bis dahin, mein Lieben. Macht's gut. Ciao.